Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Und ich stehe hier mit meiner Hacke und irgendwie mitten im Wald. Nein, eigentlich nicht im Wald, aber wieso krieche ich? Ich weiß es nicht. So, ihr seht schon, es ist Tag 7, es ist kurz vor 18 Uhr und da steht ein Zombie. Genau, den hau mal kurz weg, dann zeige ich euch mal kurz, was ich gemacht habe. Eigentlich habe ich gar nichts gemacht. Eigentlich weiß ich gar nicht, was ich gemacht habe. So, der ist matsch. Wir könnten auf jeden Fall eventuell bald umziehen. Genau, also ich habe, ja, viel habe ich nicht gemacht, aber im Prinzip doch viel. Warum? Wie? Ja, guckt mal, die Maisfelder sind leer und hier habe ich auch schon ein bisschen angefangen. Hier habe ich dann dementsprechend schon Mais angepflanzt. Ja, wie gesagt, Kartoffeln muss ich noch finden. Ach, ich weiß gar nicht, ob es hier ein Kartoffelfeld gab. Da habe ich noch einiges an Kotten jetzt hingeballert und es kann dann schön wachsen, genau. Und hier ist dann praktisch der Grundstein für meine neue Base, genau. Und hier bin ich halt gerade noch am Abräumen, aber es dauert halt wahnsinnig lang. Und jedes Mal, wenn ich hier durchlaufe, nehme ich auch schon ein paar mit. So, ich glaube, man sieht ungefähr, wo ich immer durchlaufe. Was machst du an meinem Zuhause? Was ist mit dir nicht in Ordnung? Ist hier eine Horde durch oder was? Wo ich nicht mitbekommen habe? Komm her, mein Freund. So, der verträgt noch einen Schlag. Und noch einen. So, und die Cheerleaderin. Komm her. Einmal. So, und dadurch, dass ich ganz, ganz viel Meistern hatte in der Tasche, also so richtig viel. Boah, ich habe die Tür aufgelassen, ich Trottel. Ja, habe ich jetzt nicht hier. Doch, hier. 41 Maisbrot. Ich habe natürlich aus der Hälfte Samen gemacht. Aus der anderen Hälfte habe ich Maismehl gemacht und dann Maisbrote. Genau. So. Warum habe ich jetzt 5 Nägel gemacht und Lehm gemacht? Ganz einfach. Ich habe hier die Schmiede ausgebrannt, weil... Ja, und jetzt brauche ich nämlich die Fackel, weil ich glaube, ich habe jetzt unten so weit gebuddelt, dass wir umziehen können. Und zwar nach hier unten. Genau, irgendwie besteht hier, ja, alles nur noch aus Umziehen und Umziehen und Umziehen. Weil wenn wir dann oben sind, dann wird ja wieder umgezogen, genau. So, guckt, das ist jetzt ein wunderschöner, winziger, klitzekleiner Raum. So, hier. Und da würde ich dann eben hier wieder so frontal die Schmiede reinbauen. So richtig nach Zwergen-Style. Und habe ich jetzt... Oh, das habe ich jetzt alles in der Tasche vergessen. In der Truhe vergessen. Ach, Manno. Ich wollte doch. Ich wollte doch. Ich habe mir extra, dadurch, dass ich ja schon so viel Pflastersteine aus den blauen Säcken rausgeschaufelt habe, habe ich mir natürlich schon Steinplattenblöcke oder wie die heißen, zusammengebastelt. Und ja, da wollte ich jetzt eigentlich bauen ein bisschen. Ein bisschen verschönern. Jetzt machen wir erstmal hier zu. Dann gehen wir hier wieder durch. Auf dem Weg nehmen wir noch ein paar Dinger mit. So, ja, keine Ausdauer, keine Ausdauer. So, 18.08 Uhr kriegen wir auch noch hin. Ein bisschen was schaffen wir noch. So, ja, dann kann ich nämlich auch die Kisten nach da unten verfrachten. Die sind hier jetzt zwar sicher, aber ja, unten im Keller ist es mir dann doch lieber. Schlafsack, Claimblock, passt. Ja, man muss es kontrollieren. So. Da, guckt mal, 540 Mais haben wir. Hauen wir den noch drauf? Kann man das noch? Ne, geht nicht. So, dann würde ich sagen, wir essen das hier. Wir trinken kurz ein paar Sachen. Jetzt gucke ich gerade, was ich hier noch gebrauchen kann, aber eigentlich nichts. Doch, die Federn brauche ich. Trink noch einen Schluck. Die Steine brauche ich, das Holz brauche ich. Genau. So, warum? Weil ich möchte jetzt natürlich noch ein paar Pfeile basteln. Nicht Werkzeug, ich brauche Dingens, Bogen, Hammer, Pfeile. So, wir haben zwar viele, aber ich will halt, ja, die Hordennacht hier schaffen. So, dann können wir den Rest jetzt aber wegpacken. So, so.
Ich weiß. So, ich wollte. Wo sind jetzt meine. Genau, hier Pflastersteine habe ich keine mehr übrig. Dafür habe ich das da. Und ich habe mir doch eine Treppe gemacht, oder? Habe ich mir nicht auch eine Treppe gemacht? Oh, nee, anscheinend nicht. Oh. Ah doch, hier. Meine Güte. So. Ach, die Nägel, ja, ist jetzt egal, die Nägel. So. Dann gehen wir nochmal zurück. Ein bisschen, wie gesagt, können wir ja, glaube ich, noch bauen. So, mit der Fackel, jawoll. Mais abfackeln. Danach ist das Ding auf jeden Fall leer und frei und sauber. So, wir müssen ja dann nur Richtung See, weil ich habe ja gesagt, ich mache die Horde einfach nochmal im See. Beziehungsweise ist ja die erste Horde. Und ja, und dann später fangen wir an mit Zeug zu bauen. So, hier werde ich dann wahrscheinlich auch noch links und rechts ein bisschen frei buddeln. Und genau, so. Jetzt da ist natürlich so, dass ich hier gern eine Treppe haben wollen würde. So, deswegen habe ich auch extra ein Dings hier mehr gebaut. Und ich würde hier gerne einen Boden haben wollen. Weil der Boden, das ist ja dann der Schmiederaum. Und das, der hat dann immer dieses weiß-blaue komische Bodending. Und das möchte ich hier nicht. Weil es wird ja wirklich eine Basis zum Wohlfühlen. Eine Basis, wo ich wohnen werde. Und ja, da fände ich es schöner, wenn der Boden ein bisschen schöner ist. So, viel. Ich glaube, das werde ich gar nicht ganz ausbauen können, leider. So, aber dann habe ich hier halt. Vielleicht grabe ich noch eins weiter nach oben. Einfach damit man hier schön Platz hat und. Ja. Nein, das war falsch. Das war falsch. So. 18 Uhr, 19 Uhr gleich. Ja, kriegen. Ja, gut. Hat sich gerade erledigt. So, der da muss wieder weg. Der stört da nur. Und ich glaube, ich muss echt noch ein Deckendings weiter hochbuddeln. Weil ich glaube, es sind nur zwei jetzt. Kann das sein? Ja, jetzt habe ich keinen Rahmen. Eins, zwei. Ne, könnten drei sein. So, Fackel. Die bauen wir jetzt ein bisschen höher. Wo sind die? Ach, hier. So, das wäre praktisch eins, zwei. Ne, es sind schon drei hoch. Okay. Dann gib mir die Fackel. So, dann da noch hin. Die kriege ich wieder. So, ja, ich mag das nicht, wenn das dann zu nah am Boden aussieht. Ich brauche das so ein Mittelding. So, jetzt braucht man hier dann eine. Ja gut, nee, ich schaff's noch ohne Kopfnuss. Aber ich werde den Gang, wie gesagt, auch nochmal eins erhöhen. Da werde ich dann, entweder kommt die Treppe dann weg und ich mache hier komplett so einen Weg rein. Aber links und rechts werde ich dann auch noch eine schöne Mauer machen, glaube ich. Damit das wirklich richtig schön aussieht. Oder vielleicht machen wir da noch ein Dreierding draus. Dass man da frei buddeln und dann hier die Wand und das gleiche natürlich auch hier. Damit wir hier dann so einen Dreierblock gegangen haben. Und hier hinten kommen dann die Schmiede rein. Genau. So, aber jetzt haben wir keine Dinger mehr. Jetzt müsste ich irgendwie in die Häuser gehen und Dings sammeln. Noch mehr Pflastersteine. Und hier ist Eisen. Ganz viel Eisen. Ja, und dann werde ich nämlich, sobald der Boden unten fertig ist, werde ich die Schmiede von da oben und das Kochfeuer und so alles nach da unten verfrachten. Damit ich dann praktisch da unten wohnen kann. Und ich sollte vielleicht eine Hütte oder so hier drüber bauen langsam. Aber andererseits, bis jetzt ist nie was vorbeigekommen. Noch nie ist einer nachts zu mir da runtergekommen. So. Dann haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit. So, komm. Weiß gar nicht, ist in der Scheune vielleicht so Pflastersteinzeugs? Sei denn natürlich, das sind jetzt ganz viele Zombies drin. Das wäre nicht so doll. So. Jeder Maiskolben, den ich jetzt weghaue, muss ich später schon nicht weghauen. Ach da, nee, das ist Beton. Okay, das können wir aber auch mal wegschaufeln. Ich hoffe, da ist jetzt gerade nicht irgendwie Zombies unterwegs. Ich hoffe, die sind schon alle matsch. Wir waren da ja eigentlich erst drin, glaube ich, ne? Ich weiß es nicht. Hier, guck mal. Können wir für unseren Boden noch mehr Dinger bauen. Oh, da sind Schweinchen. Da sind die Schweinchen wieder. Oh, da sind die Schweinchen wieder. Warte. Das sind Schweinchen. Oh, Sekunde.
Boah, das steht bevor. Aber egal, für die Schweinchen nutze ich die Pistole. So, wo ist mein Knochenmesser? Ach nee, wir haben das schon. Sehr gut. Schweinchen! Gib mir dein Fleisch. Einmal? Boah, die sind... warte mal, waren die nicht vorher im Ding drin? Ich weiß gerade selber nicht. Oder waren die... Nee, ich glaube, die waren hier draußen. Ich glaube, ich verwechsel die Scheine gerade mit dem anderen Ding. Okay, da sind Zombies drin. Glaube ich. Angelockt. Bleib liegen. Ich wollte doch nur... Ah, du! Du wolltest nach mir schlagen, ja? Frechheit. So, die ist Matsch. Also ich wollte doch nur kurz ein bisschen Zeug hier holen. Sowas wie das da. Nein, 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 nein. Ach, ich glaube, ich war hier noch nie drinnen. Kann das sein? Oh nein. Wollt jetzt nicht mit euch spielen hier? So, drauf da auf die Nase. War ich noch nie in der Scheune? Ich, so viele Spielstände. So. Bitte bleib liegen, komm. Hau dich hin, ruh dich aus. Danke. Danke schön. Danke schön. Das ist doch schön. Das nehme ich doch gerne mit. Da sitzt, glaube ich, auch einer oder ich sehe es nicht richtig. Hier ist es so dunkel. So, wir nehmen einfach hier noch das Pflasterding mit. Und da Betonzeugs mit. So. Ja, ich hab's halt, ich werde es in der Nacht dann wahrscheinlich wieder hochstellen, aber es ist halt, ich find's, die Funpimps haben das so schön gemacht mit den Lichteffekten hier, ja. Und ich fand es halt ein bisschen schade, wenn man dann alles nur so hochschraubt und da geht so ein bisschen das Ding verloren. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich mach's wieder auf, Standard. Und deswegen ist es ein bisschen dunkler jetzt. Aber es sieht halt so gut aus. Es sieht so gut aus. So, dann nehmen wir jetzt noch das da mit und dann verpieseln wir uns. So, das da, jawohl. Und gib mir meine Laterne wieder. Ja, Laterne ist gut. Oh, guck mal, wie schön das einfach aussieht. Ja, ich weiß, ich hier, ne? Die Landschaft und ich. So, ja, keine Ausdauer. Wir müssen essen. Wir müssen essen. So, das da. Und dann ruhig noch zwei Maisbrote hinterher. Die können wir schrotten. Haben wir gleich noch ein bisschen mehr. Und Wasser trinken. Oh, seht ihr, wie schön das ist? Oh, ich bin gerade einfach nur so verliebt in die Lichteffekte. Ah, es ist so schön, es ist so schön. So, jetzt hilft aber alles nichts. Wir müssen jetzt zum See. Und ich entmülle mich nochmal ganz kurz. Meine Wiese wächst, mein Garten wächst. Das finde ich noch schöner. So, wir hauen. Das können wir noch essen. Ich hoffe, bitte keine Vergiftung. So, Pfeile haben wir genug. Untergehen werde ich. Warte mal, ein bisschen Holz nehme ich mit. Falls wir den Bogen reparieren müssen oder so. Ich glaube, da braucht man nur Dings dafür. So, Fackel brauchen wir nicht. Fahrrad lasse ich jetzt auch mal hier. Obwohl für den Notfall, obwohl mit denen könnte ich Rezepte, Flexstone Block, wo ist er? Nein, 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 da, Steinplattenblock, genau, 30 Stück, produzier mal. So, und jetzt aber ganz, ganz schnell Richtung See. Jetzt habe ich das Fahrrad natürlich weggepackt, ne, ich Esel, egal. So, wenn wir dann im See sind, dann würde ich... Ah ja, gut, da ist der See schon. Na gut. Keine Sorge, Mädchen. Oh. Der Donner. Ah, guckt mal. Guckt mal, wie schön. So, ja. Ich mache aber Gamma jetzt hoch. Einmal so und... Ja, ich glaube so, damit ihr auch was seht. So. Ja, und das ist halt das, was ich meine. Es sieht so schön aus und hier jetzt halt nicht. Gott, das ist jetzt auch übertrieben hoch, das Gamma, aber gut. Also, können wir noch ein bisschen Holz hacken in der Zeit? Holz brauche ich sowieso die ganze Zeit. Stimmt, Verbände habe ich jetzt gar nicht. Da braucht doch ein bisschen. So. Jawohl. Einmal.
Na, erstmal nochmal Maisbrot. Davon haben wir genug. Davon können wir viel machen. Und dann müssten wir eigentlich fit sein für heute. So. Mal gucken, wie viele Level wir kriegen. Ja gut, da ist nicht mehr viel. Das werden wir, glaub auf jeden Fall noch fertig kriegen, das Level. Das ist ja nur noch praktisch ein so ein Taschenplatz, was da fehlt. Und was haben wir denn für ein Level? Level, oh ja! Mit Level 25 kann ich dann nämlich, da muss ich mir die Punkte, genau deswegen spare ich die, glaube ich, schon. Dann können wir nämlich das da bauen. Da muss ich nämlich Level 25 haben. So, deswegen merken, ich brauche die Werkbank. Tag 7 und wir haben dann die Werkbank. Sag mal, warum bin ich so fleißig oder so schnell hier heute? Oder allgemein in diesem Spielstand, ich weiß es nicht. So, können wir noch was futtern? So, dann würde ich sagen, ganz kurz warten und dann gehen wir Zombies klatschen. Es sei denn, die kommen vorher schon. Warum kommt ihr jetzt hierher? Habe ich eine Wanderhorde bestellt oder was? Ha? Ha? Ich hab nicht geschrien, ich habe nichts gemacht. Ich stand einfach nur da und habe den Sonnenuntergang bewundert. So, komm her. Auf den Kopf. Ja, wobei, die Punks, die treffe ich irgendwie nie. Ich weiß auch nicht, warum. So, jetzt nehme ich noch den Stein mit. So, jetzt warten wir. So, die letzten Minütchen hier, bevor es losgeht. Ich bin mal gespannt, ob ich schon Cops und so habe. Ich glaube nicht, ich hoffe nicht. Zur Not habe ich dann aber sonst die Pistole oder die Schrotflinte. Und da ist es, da geht's los. Da kommen sie schon, die Ersten. Ich gehe mal schwimmen. So, zack, zack, da kommen sie alle angerannt. Was haben wir denn alles? Bergbauarbeiter... Ein Hund. Ja gut, der kommt sowieso nicht zu mir. So, dann gehen wir mal kurz ein bisschen unter. Das ist aber, glaube ich, noch zu... Da, jetzt da. So würde es gehen. So, da ist der Hund. Oh, das ist aber zu. So. Na, dann muss ich, glaube ich, noch mal ein bisschen. Sekunde. Wer aber, dass ihr was seht. Ich mache jetzt einfach voll. Eieieiei. So. Zack, und ich wurde gefragt, ob das im PvP Cheaten ist, wenn man sich das Ding hochmacht. Ich weiß es nicht. Ich könnte ja auch hier im Dunkeln machen, aber dann seht ihr gar nichts. Und ich natürlich auch nicht. Naja, so fair muss ich schon sein. Da bin ich immer froh, dass ich kein PvP spiele. So, gehe ich eigentlich unter? Fällt mir gerade nicht so wirklich auf. So, was für ein Knubbel an Zombies. Ja, ja. Nein, nein, nein. So. Jawoll. Schwimm, schwimm, schwimm. Schwimm, schwimm, schwimm. Na, machen wir mal die ganze Horde hier. Es sind nicht so viele jetzt, habe ich das Gefühl, oder? Kommen da noch welche? Ah, da kommen noch ein paar. Ich glaube, die haben sich verlaufen. Es sind noch keine 64 Stück, oder? Oder kommen die auf die ganze Nacht verteilt? Ich kapiere das immer noch nicht so ganz. Weil ich habe die auf 64 pro Person stehen. Aber so richtig Wellen gibt's ja nicht, ne? Oder kommen einfach nur auf die ganze Nacht verteilt bis 11 Uhr 64 Zombies. Ich verstehe das nicht so. Ah, da war Wasser. Da war Wasser. Sah gerade ein bisschen komisch aus. Nein, runtergehen. So, wie viel haltet ihr aus, ha? Fischis. Fischis. Ja, es sind Fische. Wie viel haltet ihr aus, meine lieben Zombies? Nein, 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 geh wieder runter. Und geh wieder ins Wasser. Dann geh wieder ins Wasser. Schwimm, schwimm. Habe ich überhaupt schon einen getötet? Nee, ne? Doch, nein, nein, noch nicht. Noch nicht. Der Hund lebt auch noch.
Jawohl, Level 25. Jawohl. Dann habe ich ja doch schon ein paar getötet. Anscheinend. Ich weiß es nicht. So, ja, ich schwimme so hin und her, damit ich erstens nicht angespuckt werde. Und zweitens damit, ja, ich weiß auch nicht. Damit ich nicht untergehe oder nicht dingens halt, nicht zu weit runterkomme. Eine Spinne? Habe ich gerade eine Spinne gehört? Ich weiß es nicht. So, hallo mein Freund. Boah, ich habe ihn erwischt. Ich habe ihn tatsächlich erwischt. Ja, die Farbe ist. Doch, ich höre da irgendwo eine Spinne. Da ist eine Spinne. Voll daneben. Voll daneben. Noch mehr daneben. Egal, dann warten wir, bis sie herkommt. Stört mich ja nicht wirklich hier. Ja, ja. Komm her, du kleine Spinne. Ach, das sind ja noch mehr. Und die hat ja auch schon Pfeile im Bauch. Okay. Ich freue mich so, wenn wir dann eine vernünftige Hordenfalle bauen können. Ich bin da halt nur ein bisschen... Na, ich warte lieber auf Beton. Und dann bauen wir richtig. Aber erstmal bauen wir eine kleine Basis. Dann kommt eine Falle. Dann ist alles gut. So. Sag, jetzt bin ich doch ein bisschen runtergegangen. Ah, nein, zu weit oben will ich auch nicht sein. Lady, Schwester? Nein, erwische ich nicht. Gut, dass ich so viele Pfeile gemacht habe. Also ich empfinde es trotzdem nicht als viele Zombies. Dum, dum, dum. Aber mit dem Knüppel draußen würde ich die jetzt natürlich auch nicht machen. Also nicht falsch verstehen jetzt. So. Fallt doch um, bitte. Und vor allen Dingen ist dieser ganze Knubbel da unten gut für Leute, die so wie mich, die nicht wirklich zielen. Einfach da reinballern. Irgendwas trifft man immer. Irgendetwas trifft man immer. Aber meine ganzen Pfeile gehen da gerade verloren. Egal. Ist nur Steinholz und Federn. Brauche ich nur für die erste Nacht, hoffe ich. Ich hoffe, dass wir ab der zweiten Nacht dann wirklich dann schon eine Falle haben oder so. So. Tantra. Jawohl, kommt sterben. Ihr müsst sterben. Ich will euch doch nur erlösen von eurem Leid. Das Dasein als Untoter. Ihr gehört nicht zu den Lebenden. Ihr gehört nicht zu den Toten. Ist doch doof, so in der Zwischenwelt hängen, oder? Ich will euch nur helfen. Vorsicht. Nein, daneben, daneben, daneben. So. Zack. Nein, nein, nein. Da kommt ein Kakerlakenmann. Ja, den habe ich getroffen. Und sogar noch zweimal. Das ist gut. Das ist gut. Ja, hol Luft, Mädchen. Du brauchst Luft. Kannst hier unten sonst nicht atmen. Ja, ich hänge eh so schon wieder irgendwie so im Zwischending. War auch irgendwie doof. Aber egal. So, na, das war verfehlt. Das war verfehlt. So, komm. Alles umnatzen. Jetzt ist sie wieder oben. Na gut. Nein, jetzt wieder unten. So, das ist, wenn eine Welle über mich drüber schwappt oder so. Ach, keine Ahnung, keine Ahnung. Du kommst du runtergepurzelt hier, ja? So, geh mal wieder ein bisschen weiter rein. So. Es ist halt, ich schwimm hier hin und her, das ist ein bisschen doof. Aber ich laufe nicht die ganze Zeit im Kreis, ne? Das wäre, glaube ich, auch ein bisschen doof. Daneben. Kleine Spinne. Was willst du denn hier bei mir, ne? Oh, so geht's auch. Warte mal. Muss ich nicht so hin und her geiern. Okay. Ich bin sehr nah hier bei denen. Ich bin sehr nah. Wie sie hochspringen wollen zu mir. Warte, ich gehe ein bisschen tiefer. Das klappt so. So. Na, na, na. So ist besser.
Ein bisschen hin und her schwitzen. 200. Und Kopf da auf die Köter. Kommt auch einer angefetzt. Oh, die haben gerade die Mutti da zu Fall gebracht. Die ist gestolpert. Ich glaube, die hauen sich auch gegenseitig. Teilweise. Oh, fast noch ein Level. Guck mal. Ich sehe gerade unten die blaue Leiste. Sehr schön, sehr schön. So. Alles rein da. Ja, ich habe nicht genug Mut, muss ich ganz ehrlich sagen, um die Horde einfach draußen zu machen. Weil die würden mich, glaube ich, einfach nur umrennen und fressen. Weil man sieht es jetzt hier im Wasser nicht so, aber die rennen, also die sprinten. Und die blutenden Horde bei mir. Nein, nein, nein. Bleib doch. Oh, Vorsicht, wieder unter Wasser. Da ist noch ein Businessman. Was ist jetzt, hell? Was ist jetzt passiert? Wird's Tag oder was? Nee, warum ist jetzt so hell geworden? Dann können wir auch locker unter Wasser bleiben. Warum ist so hell geworden? So, ich gehe langsam unter. Egal. Dann haben wir mal ein bisschen Ruhe hier vor dem Dingens. Muss auf meine Luft jetzt achten. Ich weiß nicht, warum das jetzt auf einmal so hell ist. Wahrscheinlich wegen 0 Uhr? So, jawoll. Sterbt. Sterbt. So, warte, ich gehe mal Luft holen. Ich gehe mal Luft holen. Dabei erschießt man noch jemanden. Jawoll. Den Hund noch. Komm, jawoll. Boah, ist das jetzt hell? Irgendwie ist das Ganze rot jetzt. Ach so, der Mond ist so hell. Ich glaube, die Wolken sind weggegangen vor dem Mond. So, da kommt auch noch was angekrebst. Da, die Dame. Ich habe sie sogar erwischt. So, sterbet. Gebt mir noch ein Level. Ich will noch ein Level. Jawohl. Nächster Zombie gibt mir ein Level. So, ah, da ist er. Da ist er. Und mir ist kalt. Ja, wir sind ja auch im Wasser, Mädchen. So. So. Luft holen gehen. Luft holen gehen. Da kommt noch eine Mutti. Oh, jetzt da. Da kommt noch ein ganzer Schwung. Da kommt ja noch ein ganzer Schwung. Ich dachte schon, das sind keine 64. Jetzt kommen sie. Langsam angedackelt hier. Jetzt wollen sie auch alle mitmachen. So, dann kriegen wir die auch noch kaputt. Pfeile haben wir noch über 300. Das ist gut, das ist sehr gut. So, wie gesagt, ich könnte jetzt hier auch die Pfeile einsammeln, aber da habe ich gar keine Lust. Da habe ich gar keine Lust. Und wir brauchen unbedingt wärmere Anziehsachen. Wir brauchen diesen Winterpuffmantel da. Weil der wärmt halt richtig gut. Ja, ich habe keine Luft. Ich gehe ja schon Luft holen. So, und weiter. Zack, und die können mir halt nichts kaputt machen. Das wäre gerade am Anfang, wenn man eh keinen Beton und so hat. Dann, also auch, man könnte ja Beton sammeln, aus den Häusern schaufeln und so. Aber, nee, das ist Verschwendung, finde ich irgendwie. Also gerade so die ersten, ja, mir ist kalt, ich weiß. Die zerkloppen dir eh nur die Sachen und dann zum Reparieren und zum Herstellen. Viel zu schade. Deswegen mache ich hier einfach im See, solange es noch geht. Ich glaube, mit Alpha 19, falls sie das dann... Ne, Quatsch, Alpha 18 machen sie das dann, dass man im See entweder, keine Ahnung, nicht mehr schwimmen kann oder dass das Schwimmen Ausdauer verbraucht ohne Ende. Irgendwas wird kommen, damit man auch den See nicht mehr nutzen kann. Luft holen! Aber solange es noch geht, mache ich das. So, danach, wie gesagt, wenn wir Beton haben, ich freue mich schon so aufs Bauen. Wir werden auf jeden Fall wieder Fallen bauen. Wir werden die Main-Basis bauen. Und das wird, ach, das wird so schön. Ich baue ja eigentlich total gern. Und ich würde halt gerne auch noch ein paar Sachen testen, dann auch mit den Zombies. Und ach ja, das wird schön, das wird schön. So, einfach wieder verschiedene Sachen probieren.
wie schnell sie Mauern durchklopfen, wie, keine Ahnung, ich würde gerne testen, wie schnell sie ein Haus zerlegen, ob sie ein Türmchen, Ding, Wegfindung, alles mal wieder so angucken. So Pfad des Todes oder so, ich glaube nicht, dass die Falle tatsächlich funktionieren würde, weil die sich halt einfach nicht mehr unter einem einfach nur sammeln. Ich würde es aber trotzdem testen, also sowas wie der Pfad des Todes. Na, mal gucken. So, komm, Luft holen. Mädchen, Luft. Ja, Luft holen. Geh doch nach oben. Ich schwimme doch schon dauernd nach oben. So, wir sterben nicht durch die Zombies, wir ertrinken. Wir ertrinken einfach. So, dann kommen wir hierher. Komm, ein bisschen näher hierher. Damit ich nicht so weit runterrutsche hier. Komm, den will ich. Jawohl, den habe ich. Nicht. Ich treffe den nicht. So, gib mir. Ich will wieder hier schwimmen. Geh nach oben, Mädchen. So, zack. Jawohl. Dann treffen wir euch vielleicht hoffentlich. So, ja und? Ich weiß. So, lauter Businessmans hier. Das ist halt kostspielig von den Pfeilen her, aber andererseits, man hat so schnell Holz Holz gesammelt, man hat Steine gesammelt und Federn, man muss halt einfach nur in jedes Nest reinkrapschen. Und hier sind ja noch keine Grünen dabei, deswegen finde ich das eigentlich ganz okay. Oh, das ist Loot! Kriegen wir den vielleicht, den Loot? Ja, jetzt runterschwimmen wäre Selbstmord. Vielleicht gleich, wenn die dann tot sind hier. Ich glaube, neue kommen nicht mehr dazu. So. Ich hätte vorher gucken müssen, wie viele Zombie-Kills wir haben. Dann hätte man ungefähr gucken können, wie viele Zombies heute Nacht da waren. Das müsste ich mal beim nächsten Mal machen. So. Zack. Kommt, sterbt, ich will den Loot. Ja, wenn ich da jetzt hinschwimme, dann fressen die mich. Ah, ist der Hund gestorben, ja? Nein. Stirb. Der ist gefallen. Oh, na, das wollte ich nicht. Wuff. Jawoll, der ist tot. Und die letzten, komm. War nicht so drehen, da wird es einem schwindelig. Ups. Schwimm. Nee, die sind zu schnell. Okay. Es ist zu schnell. So, geh nochmal Luft holen, Mädchen. Danke. So. Kommen die letzten noch? Und dann kriegen wir den Loot vielleicht. Vielleicht, wenn er da noch liegt. Ach ja. Ganze See ist voll mit Pfeilen. Es ist der Pfeilsee ab jetzt. Und das ist Wasserputt. Da habe ich, glaube ich, vorher mal reingeschossen. Loot liegt noch. Noch liegt er. Ich weiß gar nicht, wie lange der braucht, bis er despawnt. Und der ist Matsch. Kommt, ihr tut das Unvermeidliche hinauszögern. Da bringt nichts. Und du bist tot. Du bist nicht tot, weil ich dich verfehle. Lady? Nein. Jawohl, tot. Und komm, ihr zwei noch. Einmal, zweimal, tot. Einmal und zweimal. Ich glaube, der ist tot. So, jetzt gehen wir nochmal Luft holen. Und dann gehen wir uns... Oh ne, da lebt noch einer. Der lebt ja noch. Stirb jetzt. So, ob ich das zeitlich schaffe, ich weiß es nicht. Komm, schwimm. Wir werden ertrinken. So, und looten. Und ein bisschen Futter. So. Pfeile, aber ich brauche die nicht. Ich brauche Luft. So, ich würde sagen, die Horde ist erledigt. Jawohl. Die Horde ist erledigt. Ich habe sie alle zu den Fischen geschickt. Genau. Genau. Cool. Das heißt, wir haben jetzt und fast nochmal ein Level.
Das heißt, noch einen Zombie töten irgendwo und dann haben wir noch ein Level. Sehr gut. Dann gib mir, was ich haben will. Und zwar die Werkbank. Jawohl. Wir können jetzt die Werkbank und die Table Saw bauen. Und den Mining Helm. Ja. Wir haben nämlich dafür schon alles zu Hause. Das ist sehr, sehr gut. Wo ist mein Zuhause? Da ist mein Zuhause. Ja, ich find's cool. Das heißt, wir können uns jetzt einen Mining Helm bauen. Ich glaube, ich hatte alles dafür und dann haben wir sowieso schon das Spiel gewonnen. Mining Helm und das Spiel ist gewonnen. Genau, cool. Jawohl, aber dann sag ich jetzt, es hat geklappt. Natürlich hat es geklappt. Es war wunderschön. Und jetzt können wir arbeiten gehen, hier nachts noch die letzten 2 Stunden. Ein bisschen Mais klopfen oder so, oder Holz sammeln, genau. Und ja, schön, freut mich. Dann sage ich auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.